Nun ja, auf dem Schiff sagte man uns, verzeihen Sie, es ist mein persönliches Interesse, dass es so etwas wie Gesichtserkennung und Kamera gibt, und als Sicherheitspersonal würde ich mir dieses gerne einmal anschauen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo es zu finden ist, aber ich denke, das werden wir herausfinden. Ah, wie? Die Sicherheitszentrale, die ist doch auf die Schaltplan, oder nicht? Schauen wir einmal. Ja, dann gehen wir zur Sicherheitszentrale. Das ist bestimmt auch interessant. Ich folge Ihnen. Auf eurem Weg kommt euch dann Peter entgegen, der nach jemandem sucht. Mr. Forrester. Danke Sie, Mr. Hassel. Gibt es hier etwas, ich nehme mal an, hier sind überall Kameras. Hier auch etwas wie Gesichtsüberwachung oder so etwas in der Art? Zumindest wurde es so auf dem Schiff angekündigt, wenn ich mich recht erinnere. Dass hier modernste Gesichtserkennungstechnologie in Arbeit ist. Ich würde nämlich gerne diesmal nutzen. Denn als ich in der... Ich habe ja noch etwas länger in der Kantine gesessen und was mir aufgefallen ist, ein gewisser Charlie, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, scheint wohl auch im Sicherheitspersonal tätig zu sein, hat dort einfach sein Tablett stehen lassen. Gut, so erstmal nicht weiter auffällig, aber das Tablett war vollständig leer und unangerührt. Das heißt, irgendwas ist komisch. Es war nicht leer, es war unangetastet. Also das Essen stand drauf. So meine ich. Okay. Ja, es war unangetastet. Also, in der Tat, wenn man keinen Appetit hat, dann sollte man sich ja lieber nichts bestellen. Richtig. Wie der Zufall sich trifft, waren wir tatsächlich gerade selber auf dem Weg dorthin. Dann begleiten Sie uns doch. Ja, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Ja, dann könnt ihr nach oben in den Sicherheitsraum, hatte ich das richtig verstanden, Computerraum? Ja, genau, da das ja offensichtlich der Raum ist, dann ja. Gut. Jim Walt ist mittlerweile mit verbundener Hand auch dort eingetroffen und während ihr dann einmal diesen Raum inspiziert, wird Björn Kettler noch einmal von seiner Neugier getrieben in Richtung der Küche marschieren. Genau dahin wird er gehen und wird dort mal den Klängen der klappernden Kochtöpfe folgen, bis er denn den Koch endlich entdeckt hat. Entschuldigung? Noch etwas zu essen? Nein, vielen Dank. Wir wurden uns noch nicht vorgestellt, glaube ich. Kettler, Björn Kettler. Ja, ich bin Julio. Wischt sich seine leicht dreckigen, leicht nassen Hände an seiner Kochschürze ab und reicht ihr dann nur den kleinen Finger. Ja, ich schaue schon etwas irritiert, gehe aber darauf ein und nehme eben nur den kleinen Finger, mit zwei Fingern vielleicht. Ja, Entschuldigung, meine Hände sind noch ein bisschen nass. Wedelt noch mal ein bisschen in der Luft und schaut dich dann an. Wie kann ich Ihnen helfen? Also erstmal keine Scheu. Ne? Ich habe auch schon mal dreckige Hände gehabt. Das kommt nun mal beim Arbeiten, nicht wahr? Zumindest bei uns kommt das vor und hier auf der Ölbohrplattform sowieso. Aber meine Handschuhe sehen dann doch noch ein bisschen anders aus als Ihre. Oder, naja gut, Sie sind neu hier, ne? Sie sind Presse. Richtig. Ich schreibe einen Bericht über das Leben auf einer Bohrinsel und wollte mir die ganze Sache natürlich mal gerne aus der Nähe anschauen. Da ist natürlich die Küche ein gutes Beispiel, zumindest hier bei uns. Ich glaube, das macht sich ganz gut in den Zeitungen und wir haben hier ziemlich gute Sachen. Wenn Sie wollen, können Sie sich auch den Lagerraum angucken. Wir haben hier ziemlich frische Sachen eingeliefert. Die sind vorhin auch mit der Blue 6 gekommen. Wird dann alle 14 Tage neu aufgefrischt. Gerade die ersten paar Tage, ja, während er sich mit dir unterhält, nimmt er dich auch gleich direkt mit in Richtung der riesigen Kühltruhe, beziehungsweise ein eigener Raum, der dafür abgestellt ist, wo er dann so eine große Tür öffnet, die sich auch übrigens nicht von innen öffnen lässt. Stellt er dann aber auch gleich was dazwischen, damit ihr nicht zufällt.
und zeigt dir dann diesen Innenraum mit den verschiedensten Leckereien gefüllt, frische Sachen, eingefrorene Fleisch. Also es ist quasi alles da, was man braucht. Und vorhin gab es ja auch frischen Spargel von der allerbesten Qualität. Du kannst ja auch noch sehen, wie hier wohl Kaffee steht, verschiedene Kaffeebohnen, aber auch fertiges Pulver, alles, was man hier irgendwie bräuchte. Damit kann man bestimmt ein halbes Jahr überleben, wenn hier was ausfallen sollte, aber muss man ja zum Glück nicht. Ja, ich folge ihm auch direkt und schaue sehr interessiert, gebe immer wieder einen kleinen Kommentar ab und zeige mich doch sehr beeindruckt auch von dem großen Lager. Na, da haben sie aber einiges angehäuft. Nicht nur was die Menge angeht, wenn ich mir das hier richtig anschaue. Ja, was Besseres gibt's in einem 4-Sterne-Hotel auch nicht, oder? Nee, eher 5 Sterne, aber das liegt ja auch daran, die Arbeiter müssen 12 Stunden arbeiten und das sind schon harte Schichten, die Leute da unten machen müssen. Na, das glaube ich gerne, da haben sie sich auch was Ordentliches verdient. Das ist doch ohnehin so. Ich glaube, die Küche hält hier doch alles zusammen, das gute Essen oder nicht. Sonst würde man ja auf dem bisschen Raum hier irgendwann verrückt werden, wenn es nichts Gutes zu essen gäbe. Ja, genau. Vor allem, wenn es dann auch draußen ein Unwetter ist und stürmt und man nicht raus kann, teilweise sogar tagelang nicht mal mehr die Fenster aufmachen, dann ist man schon froh, dass man hier was Ordentliches zu essen kriegt. Ja, ich glaube auch. Sonst würden sich die Männer hier wahrscheinlich irgendwann in die Gurgel gehen, was? Ja, richtig. Ich habe dann auch immer meine Leute, die dann hinter ihnen sauber machen. Haben sie vielleicht vorhin gesehen beim Essen, dass die da mit ihren schlammigen Stiefeln dann die Kantine versaut haben. Und da wird dann gleich wieder mit Wasser gespült und dann wird das weggemacht. Und ja, so lassen wir uns das hier gut gehen. Bin aber auch froh, wenn es nach 14 Tagen vorbei ist. Ja, das glaube ich gerne. Aber ich glaube, ohne sie würde hier einiges schlechter laufen. Davon bin ich sogar fest überzeugt, wenn ich mir das alles so anschaue. So ist es. Naja, sie kriegen ja irgendwie auch viel mit, oder? Ich meine, so als Koch. Ja, solange das in der Kantine passiert schon. Aber unten beim Drill kriege ich natürlich nichts mit. Oder in meiner Freizeit, wenn man mal in der Sporthalle ist. Ja, klar. Aber wenn man nicht in der Kantine zusammenredet, wo denn sonst? Wo denn sonst? Ach, da fällt mir ein, ich habe gehört, Sie haben ja auch noch ein paar Leckereien für abends versteckt. So ein kleines, nettes Bierchen mit einer schönen Schaumkrone vielleicht? In der Flasche oder im Glas? Ah, Flasche wäre ganz nett. Hell oder dunkel? Na, ich nehme ein dunkles. Sie sind ja auch aus Deutschland, richtig? Richtig. Er greift dann auch gleich zu einem großen Regal, wo dann 4 verschiedene Flaschen drin sind. Schau dann nochmal nach. Dunkles aus Deutschland, Bayern. Nehmen wir das hier. Ja, greift ins Regal, holt dann ein Glas raus und schenkt dir ein Bier ein. Ja, wollen Sie nicht jetzt mittrinken? Ich könnte jetzt eigentlich auch. Ich habe noch nachher einen Kuchen im Ofen, aber bis der durch ist, sollte gehen. Genau, das Essen ist jetzt erstmal vorbei, da dürfen Sie sich auch mal was genehmigen. Ja, setzen wir uns drüben auf das Sofa, drüben im Erholungsraum. Ja, ich folge ihm dann auch wieder und stoße erstmal mit ihm an. Na, wenn Sie so freundlich wären, erzählen Sie doch mal ein bisschen, wie läuft das denn hier überhaupt so alles mit den ganzen Leuten? Wie gesagt, ich glaube ja, ohne gutes Essen würden die sich wirklich irgendwann in die Gurgel springen. Gibt's doch bestimmt immer wieder jede Menge Spannungen hier, oder? Spannung? Nee, eigentlich sind wir eine ziemlich gute Gesellschaft hier. Gibt kaum Streit, kaum Stress, alles eigentlich gut. Ja, wirklich? Das ist aber komisch. Naja, ich habe das mit Ihrem Geologen gehört, diesem Dave. Damals waren Sie da auch da? Das ist ja auch schon, ich glaube, 3 Monate her, oder? 4? Ja, hat er gesagt. Ja, ich habe ja mit dem drüber gesprochen. Ja, das ist glaube ich, eine Ausnahme gewesen. Also, in den letzten 3 Monaten war eigentlich richtig gute Laune. Na, da war er ja auch nicht da. Ich glaube nicht, dass das mit ihm zu tun hat, aber da war er nicht da, richtig.
Na, also wissen Sie auch gar nicht, was da passiert ist. Sind denn die Kollegen, die es damals mit ihm zu tun hatten, auch hier auf der Insel wieder? Ja, die sind wieder unten. Da habe ich schon das eine oder andere gehört. Haben Sie schon recht, gerade in der Küche. Hat er wohl mit einem Schraubenschlüssel, da ist er in den Kontrollraum runter und hat dann auf den Bohrer eingehämmert. Das hat natürlich überhaupt nichts damit zu tun, aber hat dann auch auf die andere Maschine eingeschlagen, hat geschimpft und geflucht und hat gesagt, wie dumm die Menschen sind. Keine Ahnung, was in ihnen gefahren ist. Das wüsste ich auch gern. Naja, vielleicht muss der mir wieder nur hier raus irgendwie. Ja, das hat ja funktioniert. Kennen Sie vielleicht die Namen von den Kollegen unten beim Bohrer, wo das passiert ist? Mit denen würde ich mich gerne mal unterhalten. Wer war denn das? Ich glaube, das war Arthur. Müsste das gewesen sein. Connor. Und Jackson. Arthur, Connor und Jackson, aha. Und Sam hat ihn dann überwältigt. Genau, dann, wie gesagt, er hat erst mit dem Schraubenschlüssel auf die Maschinen eingehämmert, das hat überhaupt nichts gebracht. Dann wollten ihn die Arbeiter da irgendwie wegziehen und dann hat er die niedergeschlagen und Sam war dann die Erste, die da für Ordnung gesorgt hat, hat ihm gleich eine Spritze reingedrückt und dann war zappenduster. Ja, hat sich das vielleicht schon irgendwie angekündigt? War er die Tage davor irgendwie schlecht gelaunt? Ich meine, am Essen kann es ja nun wirklich nicht gelegen haben eigentlich. Nein, Dave ist nie schlecht gelaunt. Dave ist immer gut drauf. Also ganz plötzlich von einem auf den anderen Moment, oder wie darf ich das verstehen? Ich glaube schon, wenn ich das so verstanden habe. Das ist ja schon ein bisschen seltsam. Naja, immerhin geht's ihm wieder gut, was? So sehe ich das auch. Immerhin ist er wieder da. Aber ich muss sagen, dieser Jim Ward, das ist ja auch nicht gerade so ein angenehmes Kerlchen, oder? Naja, er ist sehr eigen. Ja, ich hab vorhin, also als das hier passiert ist, das haben Sie ja bestimmt mitbekommen, oder? Ja, ein bisschen verspätet habe ich das mitbekommen. Aber, das ist mir auch noch nicht untergekommen. Das ist neu. Ja, ich hab nur auch gedacht, der hat jetzt einen Nervenzusammenbruch und fängt hier gleich alles an, kurz und klein zu schlagen. Naja, Nervenzusammenbruch. Wenn ich von einem Hund gebissen werde, würde ich aber auch ausrasten. Ja, natürlich, aber wie er sich aufgeführt hat, ich meine, das war ja auch nicht so ganz normal. Weiß nicht, ich will jetzt wirklich nicht tratschen, aber ich habe mich ja schon mal ein bisschen umgehört. Scheint nicht gerade der beliebteste unter den Kollegen hier zu sein. Währenddessen betreten gerade Sebastian Hessel und auch Peter Forrester gemeinsam mit Thierry Rondeau den Computerraum. Könnt ihr nach kurzem Blick erkennen, wie wohl Alex Müller da sitzt und ein bisschen vor ihm auf dem Stuhl Jim Ward hat sich gerade Kopfhörer in die Ohren gesteckt. Wenn ihr reinkommt, nimmt er sich gerade einen raus, sodass er besser hören kann, gerade euch. Schaut mit einem ziemlich grummligen Gesicht zu euch und drückt da wohl gerade noch einen Tab weg, den er da offen hatte. Ihr könnt mal gerne Verborgenes erkennen würfeln, Ja, vielleicht noch mit einem allerletzten Blick zu erhaschen, was er da offen hatte. Nix erkannt. Oha. 6 Game bei mir. Peter würfelt ziemlich gut. Und Thierry hat's auch erkannt. Sebastian ist einfach ein bisschen überrumpelt mit... ja, diesen ganzen Kabeln und der Blick von Thierry und Peter offenbart euch, er hatte wohl gerade ein Kameradisplay offen und hat da wohl gerade mit Julio und Björn Kettler, dem Journalisten, hat er da wohl gerade beobachtet, wie sie vor dem Fernseher auf der Couch saßen und sich unterhalten haben. Und das hat er gerade weggetappt. Und Jim waren das, ne? Das war Jim Ward, der mit der verbundenen Hand. Ja genau, nee, du sagtest Julio und? Julio und Björn Kettler. Ah, okay. Genau, die beiden saßen auf dem Sofa, haben sich da wohl unterhalten. Ja, was kann ich für euch tun? Nun, bitte zu mir. Sagen Sie, hat das einen Grund, dass Sie uns überwachen? Wieso überwachen? Also,
Das war doch gerade Björn da auf dem, da an dem Tab, oder sehe ich das falsch? Naja, ich bin hier für die Sicherheit zuständig, für die Computersysteme und wen ich mir ansehe. Ja, ganz klar, es ist Ihre Sache. Sind Sie investigativer Journalist oder schreiben Sie für irgendein Schmierblatt? Ich habe das nicht ganz verstanden. Wollen Sie mich nochmal aufklären? Ganz normaler Journalismus. Gerne auch investigativ, wenn Sie es so mögen. Und nein, ich schreibe durchaus nicht für ein Schmierblatt. Es sei denn, Sie möchten die LA Times als ein solches bezeichnen. Also, hören Sie mal zu. Ich habe hier die klipp und klare Aufgabe von Magnus bekommen, dass ich mich um diesen Computerraum zu kümmern habe. Die Sicherheit liegt in meiner Hand. Und wenn ich meine, dass ich mir einen Raum angucken kann, soll, darf, in meiner Arbeitszeit, was meine Aufgabe ist, dann werde ich damit wohl mein Geld verdienen. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch, ich wollte Sie keinesfalls angreifen. Ich hätte sogar eine Bitte an Sie, wenn es Ihnen nicht zu viel ausmacht. Gerade wo Sie sich ja mit den Kameras hier beschäftigen. Ja, ich habe gerade richtig viel zu tun, tut mir leid. Zu blöd. Aber Sie kümmern sich hier auch um diese ganzen Kameras? Unter anderem? Ja, ich ging bisher davon aus, Herr Fierst kümmert sich darum. Aber wenn Sie das sind, ich nehme an, auch Sie haben solche Pager. Ich habe auch einen Pager. Könnten Sie mir Ihre Pager-Nummer geben? Als Sicherheitsbeauftragter Ihre Dienste vermutlich ab und zu mal sehr nützlich. Ja, aber dann werden Sie sich sicherlich an Fürst wenden können. Der kann Ihnen dann ja die Freigaben geben, oder? Ich dachte, Sie sind dafür zuständig. Ich bin für das zuständig, dass hier alles so läuft, wie sich das Magnus vorstellt. Also ist das übliche Prozedere, wenn eine Anfrage gestellt wird, wo sich beispielsweise eine Person aufhält, dass erstmal zu Herrn Fürst gegangen wird, dieser sich dann an Sie wendet und Sie sich dann wieder an den Antragsteller? So stelle ich mir das zumindest vor. Aber dem scheint nicht so zu sein, oder? Hören Sie mal zu, ich habe keine Lust, mich mit Menschen zu unterhalten, mich mit Menschen abzugeben und deswegen läuft das hier über diesen Pager und ich habe eine einzige Pager-Nummer und zwar die von Fürst. Das heißt, wenn der was von mir will, dann piept er mich an. Nun, seien Sie doch nicht so abweisend. Nun, wenn das übliche Prozedere ist, werde ich dies selbstverständlich einhalten. Dabei wollte ich mich doch nur nach einem gewissen Charlie erkundigen. Ob es ihm gut geht. Was weiß denn ich? Keine Ahnung, wie es Charlie geht. Interessiert mich auch nicht. Sie sitzen an der Quelle. Sie könnten es nachschauen. Sie haben die Kameras vor sich. Sag mal, Jim, was hast du denn da drüben gemacht? Nichts, wieso? Ich unterhalte mich hier. Scheiße, hier fällt irgendwas aus gerade. Systemausfall. Wie? Ja, mit den verbundenen Computern. Entschuldigen Sie mich, ich habe jetzt zu tun. Wenn Sie nichts weiter von mir wollen, dann ich muss mich jetzt um die ausfallenden Computer kümmern. Eine Frage noch, wo finde ich den Fiesk? Im Kontrollraum. Selbstverständlich. Ja, nun gut, dann lassen wir Sie mal in Ruhe arbeiten. Scheiße, jetzt muss ich wieder ein Backup aufziehen. Ach. Zu schade, ich hätte gerne diese Kameras einmal in Aktion gesehen. Nicht nur sie. Sagen Sie, Mr. Hessel. Jim, das ist kein einfacher technischer Fehler. Das ist irgendwas anderes. Wissen Sie, wo ich diesen Charlie finde? Nicht jetzt! Ich habe keine Ahnung. Tatsächlich sagt mir dieser Name auch nichts. Ja, doch, also du hattest Charlie, hattest du irgendwann schon mal gesehen. Auf dem Gang kam er dir irgendwann mal entgegen. Vielleicht auch beim Essen hast du ihn auch mal gesehen, aber wirklich unterhalten hast du dich noch nicht mit ihm. Ja, gut, okay. Aber du hast ein Gesicht vor Augen. Charlie? Nein, nicht, dass ich wüsste, wo er sich gerade aufhält. Das wäre doch ein optimaler Nutzen dieser Kameras gewesen, aber scheinbar muss man sich dafür erst an Herrn Fürst wenden.
Ja, zumindest, das war zumindest der Grund, wieso ich hier diesen Raum aufgesucht habe. So, raus jetzt. Ich muss den Computer reparieren. Ja, alles gut, wir lassen sie ja arbeiten. Ach. Verzeihung, Herr Rondo, dass es für eine Demonstration nicht gereicht hat. Ich denke, wenn wir das mit Herrn Magnus besprechen, wird sich das sicherlich einrichten lassen. Oder mit Herrn Fürsk. Der scheint ja der direkte Ansprechpartner zu sein. Ach, machen Sie sich keine Sorge, ich sammle nur Eindrücke. Tun wir es nicht alle. Ah, apropos, wo befindet sich eigentlich Herr Kettler? Ich habe keine Ahnung. Ich dachte eigentlich, er wäre bei Ihnen, aber... Ja, du hattest ihn ja zumindest auf dem Computerterminal gesehen. Zumindest einmal kurz. Müsste eigentlich doch in der Cafeteria sitzen. Ja. War wohl in der Cafeteria. Ob er da allerdings noch ist? Keine Ahnung. Nun gut. Er wird sich wohl zu benehmen wissen. Bemerken wir denn von diesem Ausfall auch noch was anderes? Also, oder macht sich das erstmal nicht bemerkbar? Nee, also du kannst nichts erkennen, wenn du hier irgendwie mal auf dem Gang entlang guckst. Die Lichter funktionieren alle, nichts, was rot leuchtet, nichts, was blinkt. Die Kameras gehen auch weiterhin. Zumindest sieht es so aus, als ob sie gehen. Sie sind zumindest sehr unauffällig, aber auch wenn du dann direkt mal in die Ecken schaust, wirst du da nichts feststellen können. Also auf den ersten Blick, nein, von außen siehst du hier nichts. Dann begebe ich mich in Richtung Cafeteria. Ja, dort werdet ihr selbstverständlich wohl immer noch den Björn Kettler finden, der sich hier immer noch mit Julio unterhält. Ja, und deswegen ist Jim nicht so jemand, mit dem ich mich gerne abgebe. Ja, das geht wohl vielen hier so. Oh, ja, ich werde mich jetzt um den Kuchen kümmern. Da sind ja auch wieder ihre Begleiter. Sie kommen alles zusammen, ja? Ja, irgendwie schon. Dann vielen Dank nochmal. Ich bin ja noch ein Weilchen hier. Vielleicht können wir bei Zeit nochmal ein Gläschen und ich proste ihm nochmal zu. Ja, gerne. Mr. Rondo, kann ich Ihnen irgendeinen speziellen Kuchenwunsch erfüllen? Nein, alles gut. Vielen Dank. Also gut, dann ich bin wieder in der Küche, wenn ihr mich braucht. Natürlich. Und Björn, was Interessantes herausgefunden? Naja, ich habe mich mal hier und dort etwas umgehört. Ja, zumindest die Technik hier ist tatsächlich auf dem modernsten Stand. Wissen Sie, dass man hier quasi jeden überwachen kann? Wir hatten nur davon gehört, zu einer Demonstration hat es leider nicht gereicht. Richtig, denn als wir waren gerade im Computerraum, ich wollte mich auch nach jemandem erkundigen, da gab es wohl einen Technikausfall. Mr. Müller hat irgendetwas festgestellt. Es scheint sich auch um keinen normalen Fehler zu handeln, aber so gut kenne ich mich hier nicht aus mit dem System. Und wie haben Sie es denn vollbracht, diesen Mr. Walt dazu zu bringen, Ihnen das System zu zeigen? Oh, Mr. Walt überhaupt nicht. Sein Kollegen, diesen Alex Müller, mit dem habe ich geredet. Naja, ich habe die Gelegenheit genutzt und bin schnell hingegangen, als dieser Walt auf der Krankenstation war. Eine sehr kluge Herangehensweise, bemerke ich. Naja, mit der Zeit, ich arbeite ja nicht umsonst in dem Beruf, erlernt man so den einen oder anderen Trick. Aber es war wirklich schon etwas unheimlich. Die Daten werden wohl auch alle gespeichert und so kann man wirklich zu jeder Zeit auf jemanden zugreifen, möchte ich sagen. Es dient der Sicherheit. Nun, auffällig mal vor. Verzeiht. Stellen Sie sich mal vor, es passiert etwas und Sie wissen ja, die Belegschaft hier ist zwar ausreichend, aber scheinbar nicht der Größe der Plattform entsprechend opulent. Dementsprechend. Naja, so kann man zumindest immer ein wachsames Auge auf die Leute haben. Naja, apropos wachsames Auge, wo Sie es gerade ansprechen, er scheint dich wohl überwacht zu haben, Björn. So, naja,
Vielleicht konnte ich ihn ja irgendwie auf mich aufmerksam machen. Ich habe eigentlich, vielleicht war er einfach nur interessiert. Nun, wer weiß, er war jedenfalls sehr schnell im Wegklicken des entsprechenden Fensters, sodass wir auch ja nicht sehen, wen er da beobachtet. Also irgendwas ist da komisch. Ich weiß nicht, ich habe mich nur mit ihm über ein paar ganz normale Dinge unterhalten. Habe ihn nach dem System gefragt, was er arbeiten muss und solche Dinge. Nichts Außergewöhnliches eigentlich. Sagen Sie, Mr. Hassel, wissen Sie, ob diese Kameras noch Bilder aufzeichnen oder ob sie auch Ton aufzeichnen? Ich befürchte, da bin ich überfragt. Scheinbar kennt sich Herr Kettler besser mit unserem Sicherheitssystem aus als ich im Moment. Tatsächlich ist das eine gute Frage. Wenn die Daten auch gespeichert werden und nicht nur zur direkten Einsicht dienen, wäre mit Sicherheit auch Videomaterial von diesem kleinen, unglücklichen Zwischenfall von vor ein paar Stunden Material vorhanden. Es geht nicht nur darum, sondern generell. Ich überlege mal, als ich mir das vorhin angeschaut habe, wahrscheinlich habe ich ja nichts gehört, aber ob es vielleicht auf dem Bildschirm dann irgendwo sowas wie einen Lautstärkeregler oder sowas gab. Wie bei so einem Videoplayer in der Richtung. Also auf den ersten Blick gesehen hattest du es nicht, aber das kannst du dir schon vorstellen, dass es da auch Tonaufzeichnungen gäbe. Zumindest waren die nicht angeschaltet. Aber wenn es sowas wie Gesichtserkennung gibt, dann gibt es höchstwahrscheinlich auch Sprachmitteilung. Naja. Also, bei den Videos vorhin habe ich nichts gehört, aber sehr möglich wäre das schon. Liegt ja irgendwie nahe. Naja, aber wir haben ja sicherlich auch nichts zu verheimlichen, oder? Das will ich hoffen. Wie auch immer. Schon ein ganz anderes Lebensgefühl hier. Oh ja, in der Tat. Das merkt man direkt. Gerade mal wenige Stunden hier und schon. Naja, es ist halt alles etwas anders. Thierry, Sebastian und Peter, ihr dürft gerne mal Psychologie werfeln. Sieht schon mal ganz gut aus. Weiß ich natürlich nicht, wie hoch eure Werte sind. Ja, normaler Erfolg zumindest. Ist ein normaler Erfolg? Schwerer Erfolg. Könnte sein, dass... Autsch. Was ist mit deinen Würfeln los? Zumindest für Peter und für Thierry ist klar, dass das mit Björn, was er eben sagte, war nicht ganz richtig. Möchtest du die Passage nochmal wiederholen? Was hast du denn gesagt? Ich weiß es jetzt selbst nicht mehr genau, was du jetzt genau anspielst. Wir haben ja nichts zu verheimlichen. Ja. Ah. Richtig, ja. Richtig, da war ja was. Ist mir jetzt auch wieder völlig entfallen. So. Da hat er kurz mit seinen Augen zur falschen Seite gesehen, nach oben, als er das sagte. Und der Experte im Lügen erkennen hat hier natürlich dann sofort angeschlagen. Er hat sicherlich irgendwas zu verheimlichen, was auch immer es ist, aber da hat Björn gelogen.